So. Ja. Oh, wir sind hier im Flugzeug. Im Flugzeug. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Vor Timmy. Oh, ein Survival Guide. Lass mal einstecken. Oh, dieses hässliche. Dieses hässliche Flugzeugfraß. Oh mein Gott, das ist so eklig. Wo fliegen wir denn hin? Da ist irgendwie ein Film. Irgendwie können wir uns auch. Huch, hui. Oh mein Gott. Nein. Du bist so hässlich. Wer bist du? Warum nimmst du einfach meine Kröte mit? Bleib stehen. Oh mein Gott. Ja, und damit herzlich willkommen zu The Forest vor allen Dingen. Ja, ich spiele das Ganze an einem Freitag vor dem Stream. Nein, was wollte ich gesagt haben? Ich spiele das Ganze auf einem PC, wie ihr sicherlich wahrscheinlich schon festgestellt habt. Ich hoffe, ich bin jetzt noch im Bild. So. Ja, ich habe mir seit langem mal einen Traum erfüllt, oder beziehungsweise ich habe, kann ich hier eigentlich durchgehen? Nee. Habe einen Laptop bekommen. Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und, Survival. Ja, und ich habe ja gesagt, ich wollte dann, wenn ich mir mal einen PC hole, mal so ein paar Indie-Games spielen und Horror-Games und so. Und wir fangen direkt mit einem Knaller an, und zwar mit Forest. Und ich habe es im Stream letztens kurz schon gezeigt gehabt. Ich habe nämlich ganz kurz schon mit dem PC mal gestreamt. Geht das? Nein, es geht nicht. Ich gucke in die falsche Kamera. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. So, Bildschirmhelligkeit wäre mal ganz cool. Ich schau mal eben, kann ich den Bildschirm heller machen? So kann ich ihn dunkler machen. Und so mache ich ihn heller. Ich spiele das Ganze auf einem Laptop. Der ist zwar jetzt nicht so ultra, mega, high power und hast du nicht gesehen. Aber trotz alledem soll uns das nicht dran hindern, hier zu survivalen. Ich werde mal ein bisschen hier. Ich wurde auch noch nicht großartig angegriffen. Es geht halt darum, wir sind hier mit einem Flugzeug abgestürzt. Na klar, haben wir ja gerade gemerkt. Und wir müssen hier ums Überleben kämpfen, unseren Sohn wiederfinden. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das hier in der Öli Access-Fassung überhaupt funktioniert. Es kann natürlich sein, dass das Spiel auch zwischendurch vielleicht mal abschmiert. Weil es ja eine Early Access-Fassung ist. Und jetzt habe ich schon viel zu viel gesagt. Jetzt mich verlassen schon die Worte. Ja. Hier kann man auf jeden Fall auch bauen und looten. Ich loote hier die ganzen Köfferchen mal, weil ich ganz genau weiß, dass wir später wahrscheinlich diesen Ort nie wiederfinden werden. Mit meiner, ja, ich wollte schon sagen, Überseekrankheit, mit meiner Orientierung wie eine Weißbrotscheibe werde ich diesen Ort wahrscheinlich nie wiederfinden, weil es ist verdammt groß. Und ja, apropos Early Access Fassung, wie gesagt, das Ganze gibt's. Mir juckt die Nase. Das Ganze gibt's auf Steam für rund, ich glaube, 16 Euro oder so. Ja, jetzt schmeiß mal den Kackstein weg. Für rund 16 Euro oder so. Und dafür steckt schon echt viel drin. Also es geht hier darum, in diesem Wald hier, deswegen heißt es Forest, zu überleben. Und ja. Story soll später auch ins Spiel kommen, irgendwann später, dann, wenn es dann soweit ist und tralala. Und. Hier gibt es auch Tiere, jede Menge. So wie den Varan da gerade. Oh, warte mal. Ja, warte. Aber die sind so schnell. Hä, wo ist er denn hin? Hier, warte. Ich sag dazu gar nichts mehr. So. Man kann sie mit den Tieren nämlich auch natürlich Nahrung und... Hätte ja funktionieren können. Oh, hier, warte mal. Oh, Alter. Ja, die sind irgendwie flinker geworden. Kann das sein? Alter.
Nein, das gibt's doch nicht. Alter! Mann! Das gibt's doch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Lustigste wirklich an Early Access Spielen sind immer die Bugs. Oh. Das mag ich ja so an Early Access Fassung oder so an Early Access Fassung. An wirklich so geilen Spielen, die noch nicht fertig sind. Aber ich finde es gut, dass man auf dem PC das wirklich machen kann, dass das noch nicht auf der Konsole so angekommen auf der Konsole noch nicht so angekommen ist. Weil ich bin gewollt wirklich auch Geld. Oh, Alter. Bin auch gewollt, da mal Geld zu investieren, auch wenn das Spiel vielleicht noch nicht ganz fertig ist, weil fertig ist. So. Zweifel. Entschuldigung, wie der liebe Gronke sagen würde. Auch gewollt, Geld auszugeben, wenn es wirklich Potenzial und das hat Forest, finde ich. Oh, guck mal, Bambi. Das hat das auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr. Also es wird, wie gesagt, definitiv hier ein paar Folgen von geben. Ich weiß noch nicht, wie viele. Weil mir macht das jetzt schon unheimlich viel Spaß. Ich hoffe euch auch beim Zusehen. Das ist, wir müssen noch ein paar mehr von diesen Varan finden. Von den, da. Weil die geben einem, das gibt's doch nicht. So, ein paar Blätter mitnehmen. In der Zwischenzeit guck ich mal, wo der Varan im Kreis läuft. Hier läuft er. Da ist er, da. Warte mal. Steine haben wir genug. Jetzt läuft er da hinten hin. Verdammt. Ich kann mich entsinnen, dass die auch mal. Dass die auch mal nicht im Kreis gelaufen sind. Aber gut, ne, mein Gott. Ist auch erstmal eine Testaufnahme, weil ich auch erstmal selber. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug. Ich gehe mal in den Options. Unter Control, Gameplay, Grafik. Audio. Ah, hier, Audio. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Ich hoffe. So, ich gehe mal zurück. Back. Hat das jetzt übernommen? Ich glaube schon, ja. Back. Continue. Ja. Ist wie gesagt noch alles Early Alpha. Survival. Ist alles noch so ein bisschen. Öli Access. Und, ja. Ist ja mal gar nicht laut jetzt hier alles. So, das Schöne ist, wir haben ja auch ein Inventory und wir können jetzt hier mit unseren Skins. Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Können wir, uns ausrüsten und uns verbessern quasi. Combine. Können mit zwei Stöckern sogar auch einen Speer craften, den ich jetzt mal hier ja ausrüste, ist zwar jetzt totaler Quatsch, weil damit können wir dann auch angeln gehen und alles. Ich möchte aber gerne meine Axt wieder haben. So, dann wir können auch kleine Häschen damit töten, möchte ich aber jetzt noch nicht, bin ich ganz ehrlich. So. Ja. Was natürlich auch geil ist an dem Spiel, wir können auch hier bauen und alles. Was ist das denn? Oh. Nehme ich mit. Und wir müssen essen und... Alter. Essen und trinken. Und wir sind natürlich auch nicht allein. Alter. Den richtigen Moment nur treffen. ja. Jetzt haben wir wenigstens noch mal ein bisschen Schuss. Essen und trinken müssen wir ja auch. Ein paar Büsche noch mal mitnehmen. Für unser ersten Shelter. Und da sehen wir schon, rechts ist schon ein Dörfchen. Und zwar gibt es hier Einwohner. Das wissen ja wahrscheinlich einige schon, auch von euch. Ich weiß nicht, manchmal greifen die schon am Tag an, manchmal auch gar nicht.
Ich weiß ja gar nicht. Es ist jedes Mal ja ein bisschen anders, auch was man findet, wenn man ein neues Spiel anfängt. Das ist jetzt, glaube ich, mein zweiter Spielstand. Ein paar Lappen nehme ich mit. Können wir bestimmt später gut gebrauchen. Steine haben wir genug. Haben wir hier... Ist hier noch irgendwas drin? Das wäre noch schon eine geile Hütte, wenn es hier nicht durchregnen würde. Weil dann würde ich die Hütte schon direkt... Obwohl, könnte man eigentlich machen, ne? Kann man hier... Okay, kann man nicht durch. Dass sonst vielleicht hier eine... Wo ist das hin? Da kann man irgendwas wegsprengen. Ich habe keine Ahnung. Ich, Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß nicht was. Oder wir nehmen die Hütte. Schön am Wasser. Ich zertrümmer das alles mal hier. Brauchen wir eh nicht mehr. Dann machen wir... Und apropos, bevor jetzt hier die ganzen Grafikhuren ankommen, jetzt hier anfangen zu meckern und sieht ja scheiße aus und stell mal hoch. Ja, es ist kein Powerrechner, ne? Oh. Wo ist der hin? Ich glaube, ich werde mir die Hütte hier nehmen. Ich glaube, ich werde die, weil die ist schon fertig. Warte mal, da haben wir das schöne Book. Das Book, das Survival Book. Und dann können wir nämlich hier Shelters und dann können wir nämlich hier auch bauen. Ich schau mal eben, was wir hier alles haben. Guck mal hier, Custom Walls. Custom Buildings, Custom Buildings. Guck mal hier, so Spike Walls. Alter, Defend Walls. Geil. Ah, und hier eine Tür. Ah, guck mal, eine Wall with Door. So, ich probiere das mal. Ich hoffe, das ist richtig rum. Ich muss es mal irgendwie... Dass ich das hier irgendwie so gerade positioniere. Soll ich das hier hin machen? Oder damit wir ein bisschen mehr... Ganz schön windig. Dass wir ein bisschen mehr Platz hier in der Bude haben vielleicht. Ich bin nicht... Alter, dieser Hase. Ich bin nicht ganz zufrieden. Okay, die Position geht... Na, die Position geht eigentlich einigermaßen. Aber ich bin nicht so ganz... Ich bin nicht... Hallo? Bin ich so ganz zufrieden damit mit der Hütte. Ich glaube... Ich weiß nicht, was es ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich werde erstmal... Uah. Na, bisschen Medizin können wir immer gut gebrauchen. Obwohl das Gute ist eigentlich, wir sind ja hier direkt am Wasser. Wir können ja auch anfangen zu angeln dann und alles. Okay, wir können hier was trinken. Ich probiere es mal. Ja, ist klar. Das Wasser ist wahrscheinlich... Survival! So. Dann haben wir nämlich wenigstens hier... So, warte mal. Inventory. Nein, nicht Combine. Remove. Können wir das nämlich ausrüsten? So. Und, ich finde den Ort schon ganz geil hier, muss ich sagen, mit dem... Oder wir bauen uns irgendwie ziemlich in den... Oh, warte mal. Den nehme ich noch mit. Wir bauen uns einfach in der Nähe was hin, weil dann können wir immer wieder dahin. Und es soll wohl, soweit wie ich gesehen... Huch. Also nicht wundern, wenn was aufplöppt oder mal weggeht. Es soll wohl auch so sein, dass man jetzt sich Sachen markieren kann. Das war wohl vorher nicht gewesen. Das ist, die Jungs von The Forest bringen ja auch immer wieder Updates raus. Ich bin da so ein bisschen... So ein bisschen up to date. Na, Alter... Und Ausdauer braucht man... Hier war doch gerade noch... Wie gut, dass ich durch die Sonne nicht sehe, was alles so bunt ist. Okay. Also wie gesagt, bevor die Grafikhuren jetzt hier ankommen unter dem Video und in die Kommentare schreiben... Und dass die vielleicht Augenkrebs bekommen. Ne? Also wie gesagt, nicht meckern. Die Bäume knarzen sogar, wie geil. Ist ja heavy. So, pass auf. Oh, hier haben wir Ropes. Die Ropes nehmen wir mit. Zwei Ropes. Vielleicht können wir uns hier was Schönes und Schickes... Mir kriegt schon wieder die Nase. Was Schickes hinbauen. Ich probiere mal eben ins Book zu gehen. Ich schau mal eben in Book. Aha, vielleicht hier irgendwie so... Haben wir eine standardfertige Hütte? Oh komm, wir bauen jetzt eine eigene Hütte. Wenn, dann gehen wir schon direkt in die vollen. Am besten die Tür...
mache ich direkt, würde ich sagen, machen wir hier hin. So. Genau. Damit wir direkt, wenn wir rausgehen, sofort immer an den... Ach, das ist genau gegenüber. Das trifft sich ja super. So, pass auf. Dann machen wir an der Seite, machen wir uns ein Fensterchen hin. Geht das auch irgendwie... Hallo? Der hatte das doch gerade irgendwie... warte mal. Hallo? Ach so. Ah, ja. Soll natürlich ein bisschen größer werden, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt hier keine Pipi-Bude bauen. So, hier vielleicht hallo? Andocken? Dockte das hier auch... Ah, ja. Und dann vielleicht... hier nehmen nochmal so ein Fenster vielleicht. Na. Macht da wahrscheinlich nicht hin... Ach doch. Wollte schon gerade sagen, macht da nicht hin, weil das, weil der Baum da im Weg ist. So. Das sind alles so Blueprints, die man erstmal macht. Und anschließend dann, geht's dann ans Bauen. Vielleicht eine Fluchttür noch nach hinten oder so? Was war das denn? Ich kann das auf dem Boden bauen? Ist das so, soll das so richtig sein? Ich probiere das, wie gesagt, ich probiere das selber jetzt erstmal. Huch, hallo? Ich probiere das selber erstmal so ein bisschen aus, weil ich habe das ja... Ich teste das ja selber erstmal ein bisschen. Ich habe das Spiel ja erst seit 2 Tagen. Okay, hier machen wir dann jetzt... hallo? Hallo? Ah, warte. Na, ob das jetzt so dicht ist alles und keine Ahnung. Und wie sieht es eigentlich aus mit... gibt es denn auch eine Decke? Kann man sich immer eine Decke bauen? Ist das auch hier als Basic? Oh, ach, hier. Ach, oh Gott. Oh Gott, das wird so teuer. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst, dass wir die nächsten 20 Folgen nur Baumstämme fällen. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Oh Gott. 60 Loks, Alter. 60, oh Gott, furchtbar. Okay, dann werden wir mal ein bisschen farmen gehen. Ich werde mal erstmal direkt hier schon mal den Baum nehmen. So. Na, achso. Muss mir was drücken. Ja, dann werden wir ein bisschen anfangen zu bauen und erstmal zusehen, dass wir hier, gucken, dass wir uns eine schöne Hütte bauen. Weil wir müssen ja ein bisschen Schutz haben für die Nacht. Weil es soll ja wirklich, Nacht soll ja, die Nächte soll echt krass werden. So, da fällt schon der Baum. Yeah! Okay. So, ist der... Da ist ein Baumstamm. Und... Hallo? Waren das jetzt nur 3 oder war das... Ah, hier. Okay. Wir brauchen ja auch Ausdauer. Ich versuche mich auch mal ein bisschen zu beeilen, was das Bauen angeht, weil es ist echt... Also 60 Loks, alter Schwede. Okay, sind nur noch 55. Ich bilde mir das nur ein, dass das so viel ist. So. So. Wie cool das aber auch animiert ist mit dem Abholzen und so, finde ich total geil. Schon mega gemacht. Und wie man weiß, bei jedem Survival-Spiel, ob es bei Minecraft ist, ob es bei The Forest ist, muss man natürlich bauen und Ressourcen sammeln. Das bleibt hier natürlich... Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Warte mal. Ich werde mir mal so eine Cola in den Kopf schießen und dann geht's weiter. Dann haben wir wieder ein bisschen Koffein. Schlägt er richtig? Ah. Okay, der Baum fällt richtig. Problem ist nur, ich habe Angst, dass die Baumstämme dann im Wasser landen. Huch. Sticky ist am Auge noch. Hier. Und es wird so langsam Nacht. Wir müssen mal zusehen, dass wir uns gleich auch ein Campfire bauen, damit wir da ein bisschen Licht haben, weil die Nächte sind echt arschdunkel, wenn ich das so sagen darf. So, ich nehme mal den Baum. Ein bisschen Bäume möchte ich auch behalten, weil das soll so ein bisschen die Vegetation ruhig... Soll ruhig beibehalten werden und bleiben. Aber ich finde das ganz schick, hier, wie das aussieht. La 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 la. Wirkt der Baum in der Aufnahme nur so grün oder... Hallo? Ich glaube, die Farben in der Aufnahme sind ein bisschen anders. Weil hier bei mir sieht der Baum richtig braun aus und in der Aufnahme, glaube ich, grün. Ja, Survival! So, hallo?
Ah, jetzt. Und er fällt richtig. Man mag es nicht glauben.